Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Naja, viel zum Packen hatten wir nicht. Oh, schau mal, Mama, Stella wartet schon auf uns. Da seid ihr ja endlich. Ich bin so aufgeregt, ich konnte nicht still sitzen bleiben. Mila, komm mit mir mit, ich will dir dein neues Zimmer zeigen. Oh ja, das wäre toll. Mama, darf ich mit dir mitgehen? Ja, aber natürlich, da musst du mich doch nicht fragen. Also komm mit mir mit, ich bin schon so aufgeregt, dir dein Zimmer zu zeigen. Ich habe sogar beim Dekorieren mitgeholfen. Aber weil alles so kurzfristig war, hatten wir nicht genügend Zeit und darum schaut das Zimmer leider ein bisschen leer aus. Aber ich dachte mir, wenn du dann deine eigenen Sachen in die Regale füllst, wird das Zimmer weniger leer ausschauen. Was? Das ist mein Zimmer? Ich habe ein eigenes Zimmer für mich alleine? Oh, Stella, danke schön. Das Zimmer, es ist einfach perfekt. Das Zimmer ist genau richtig und, naja, viel zum Auspacken habe ich ja eh nicht. Wir hatten leider nie wirklich viel Geld. Und das, was Mama verdient hat, hat gerade mal so für die Miete gereicht. Aber ich bin dir so dankbar. Was? Nur eine Zahnbürste? Ich komm gleich wieder. Warte auf mich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, du musstest nicht zu lange warten. Schau mal, das hier sind alles ungebrauchte neue Produkte. Von unserem hauseigenen Beauty-Salon. Was? Das darf ich haben? Das schaut so teuer aus. Bist du dir da wirklich sicher? Ja, aber natürlich, das ist doch gar nichts. Also, ich lass dich mal auspacken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke dir. Kein Problem, lass dir Zeit. Wir warten dann alle im Wohnzimmer auf dich. Das ist alles zu gut, um wahr zu sein. Kann mich mal jemand kneifen? Und das Beste ist, ich habe sogar mein eigenes Bett. Oh, es ist so angenehm. Wow, ich habe noch nie so ein schönes Wohnzimmer gesehen. Oh, hallo Mila, so schön, dass ihr endlich eingezogen seid. Ich hoffe, die Umstellung ist nicht zu groß. Nein, ganz und gar nicht. Ich fühle mich hier schon wie zu Hause. Dankeschön für mein wunderschönes Zimmer. Ja, und ich möchte mich auch nochmal von ganzem Herzen bei euch beiden bedanken. Ach, ihr müsst euch doch nicht die ganze Zeit bedanken. Solange ihr glücklich seid, das ist mehr wie genug für uns. Die Sonne geht schon langsam runter. Wo bleibt denn Leni? Sie hätte doch schon längst hier sein sollen. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Was? Von wo kam dieses Geräusch? Ich habe euch schreien gehört. Was ist denn passiert? Wieso schaut ihr alle so erschrocken rein? Hallo, wer ist hier am Apparat? Das ist nicht witzig. Bitte sagen Sie mir, dass es nicht wahr ist. Was? Sie haben Leni entführt und gefesselt. Bitte, ich flehe Sie an, lassen Sie sie gehen. Wenn ihr eure liebe Schwester Leni jemals wiedersehen wollt, dann kommt zum Treffpunkt, die militante Veganerin Straße 5, morgen um 8 Uhr. Und vergisst nicht, 2 Millionen mitzubringen. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr Leni nie wiedersehen. Was sollen wir nur tun? Leni wurde entführt und der Kidnapper will 2 Millionen Euro von uns. Und wenn nicht, dann tut er ihr weh. Okay, wir müssen uns jetzt alle zuerst mal beruhigen. Ich und meine Frau, wir werden zur Polizeistation gehen. Keine Sorge, wir werden diese Verbrecher finden. Oh, meine wunderschöne Tochter Leni. Ich zittere am ganzen Körper. Ich habe so Angst um sie. Ich kann einfach nicht hier herumsitzen und nichts tun. Ich muss Leni finden. Ich muss ihr helfen. Ich werde zu ihr nach Hause gehen. Vielleicht finde ich dort irgendwelche Hinweise. Um Himmels Willen, auf keinen Fall. Weißt du, wie gefährlich das ist? Mach dir bitte keine Sorgen. Ich werde mit dir mitgehen. Gemeinsam sind wir stärker. Was? Ihr beide geht zusammen? Na okay, dann dürft ihr gehen. Aber ich werde hier daheim bleiben, falls der Kidnapper wieder anruft. Aber ihr müsst mir eins versprechen. Bitte passt auf euch auf. Ja, Mama, aber natürlich. Wir werden dich auf den Laufenden halten und dich anrufen, falls was passiert. Das ist irgendwie gruselig hier. Alle Lichter sind aus. Ich glaube nicht, dass jemand daheim ist. Hallo? Ist hier jemand? Schau mal, die Türe ist offen. Lass uns doch mal reingehen. Ja, gute Idee. Hallo? Ist hier jemand? Was ist denn hier passiert? Das sind alles Gegenstände, die man von uns daheim geklaut hat. Und wieso liegt hier ein Hammer und eine Schaufel? Denkst du etwa, dass ihre Eltern sie jemals verletzen würden? Oh, schau mal da vorne. Das muss Lenis Zimmer sein. Komm, lass uns nachschauen gehen. Leni? Hallo? Niemand ist hier. Und so wie es ausschaut, ihr ganzes Zimmer ist auch leer. Sie muss wohl noch geschafft haben, alles zu packen. Und dann haben ihre Eltern sie erwischt. Es ist alles meine Schuld. Das war ja einfacher wie gedacht. Morgen um diese Uhrzeit werden wir einfach Multimillionäre sein, mein Schatz. Hast du das gerade auch gehört? Da hat doch jemand genießt. Das kam aus Lenis Zimmer.
Oh nein, sie haben uns erwischt. Sie kommen immer näher. Wo sollen wir uns so verstecken? Stella, komm unters Bett. Eine kleine Ratte hat sich in unser Haus eingeschlichen. Wo könnte sie sich nur versteckt haben? Unterm Bett? Ha, wusste ich es doch. Und jetzt kommt ihr sofort raus. Bitte lass uns gehen. Aua. Wusste doch, dass ihr euch dort verstecken würde. Lass los. Du tust mir weh. Lass los. Was sollen wir nur tun? Ich habe mein Handy unterm Bett liegen lassen. Wir können nicht mal die Polizei rufen. Wo wollt ihr denn hinrennen? Keine Sorge, die Türe wurde abgesperrt. Es gibt kein Entkommen für euch. Stella, such dir was. Wir müssen uns irgendwie wehren. Denkst du wirklich, dass du dich damit verteidigst? Kannst. Komm keinen Schritt weiter, sonst oh, eine wunderschöne Frau. Was macht ihr? Was habt ihr getan? Jetzt seid ihr aber zu weit gegangen. Greif, was du kannst und wirf es auf ihn. Komm uns nicht zu nahe. Nimm das. Oh. Lass uns in Ruhe. Oh. Geh weg. Gott, wieso kann er immer noch stehen? Wir müssen mehr werfen. Na, warte. Und los, wirf es. Ihr könnt noch nimm was. Das. Aua. Nimm das. Alleine. Oh, nein, er kommt immer mehr. Denkt ihr wirklich, dass mich das aufhalten und kann? Und auf ihn los. Geh weg. Mama. Ich glaube, so schnell wird er sich nicht mehr bewegen. Mama. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass sie so viel von uns daheim gestohlen haben. Weil sonst hätten wir nicht zum Werfen gehabt. Polizei, bleiben Sie stehen. Warte mal, wo ist der Verbrecher? Was macht er auf dem Boden bewusstlos? Wer war das denn? Oh, Entschuldigung, irgendwie mussten wir uns ja wehren. Warte. Das wart ihr beide? Boah, wie mutig seid ihr bitte? In all diesen Jahren, wo ich als Polizist gearbeitet habe, habe ich noch nie gesehen, dass zwei Schulmädchen einen Verbrecher zur Strecke bringen. Respekt. Und wir konnten den Standort eurer Schwester fündig machen. Bitte geht hin und befreit sie. Ich werde den Verbrecher derweil ins Polizeirevier bringen. Ja, wir müssen uns beilen. Ich und Mama werden schon mal das Auto starten. Zum Glück hat man sie gefunden. Wir kommen schon. Also wirklich, wie tief muss man sinken, dass man die eigene Tochter kidnappt? Ihr seid jetzt sowas von ehrenlos. Sie haben uns voll verprügelt. Bitte verhaften Sie die zwei Mädchen. Genug jetzt. Zu meiner Mama. Oh, ihr kommt jetzt mit aufs Polizeirevier. Also laut dem Navi sollte sie hier irgendwo sein. Ich glaube, am besten wäre es, wenn wir uns aufteilen. Hilfe! Ich habe was gehört. Leni? Leni, wo bist du? Ist sie etwa in dem Auto drinnen? Leni, was hat man dir angetan, dass die eigenen Eltern ihren Kind sowas antun? Keine Sorge, Leni. Wir werden schnell den Krankenwagen rufen. Sie sind gleich da. Halte durch. Hört ihr jetzt endlich auf zu reden? Ihr seid bestimmt nicht unschuldig. Unschuldig. Jetzt machen wir das Verbrecherfoto von euch. Mit wem starten wir? Mit dir. Und ruhig bleiben. Perfekt. Und weg mit dir. Und jetzt bist du dran für das Foto. Und ab in die Zelle mit euch. Ich hoffe, ihr werdet euch freuen, weil das wird euer Zuhause sein für immer, für den Rest eures Lebens. Okay, rein mit dir. Und hier gehörst du hin. Glaub doch nicht, dass ihr mit sowas davongekommen wärt. Wie schauen denn die aus? Hat etwa ein wildes Tier sie im Wald attackiert? Arme Leni, sie muss sicher traumatisiert sein, nach dem, was ihr passiert ist. Leni, wach auf. Wir sind es. Ja, ein Döner-Kebab mit Käsefüße. Hä? Oh, sorry, ich habe gerade geträumt, aber was macht ihr denn hier? Leni, du bist endlich aufgewacht. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Du hast einfach 4 Tage lang durchgeschlafen. Erinnerst du dich nicht? Deine Eltern haben dich entführt und wollten Lösegeld von uns. Aber zum Glück konnten wir sie zur Strecke bringen. Es tut uns so leid, dass wir dich nicht früher finden konnten. Aber keine Angst, deine Eltern sind nun hinter Gitter. Oh ja, jetzt wo du es sagst, langsam erinnere ich mich wieder daran. Ich kann es immer noch nicht glauben, was meine Eltern mir angetan haben. Aber ich bin froh, dass dieser Albtraum endlich zu Ende ist. Leni, das ist einfach nur alles unsere Schuld. Wir hätten mit dir mitkommen sollen und dich nicht alleine nach Hause gehen lassen. Aber wir hätten niemals erwartet, dass deine Familie dir sowas Schlimmes antun würde. Das war doch nicht eure Schuld und das war nie meine Familie. Meine richtige Familie steht hier. Alle in einem Raum mit mir. Ach, meine wunderschöne Tochter, du bist einfach so ein starker Mensch. Komm, jetzt gehen wir aber alle nach Hause und zocken ein bisschen Roblox. Dann geht es dir sicher besser. Oh, das klingt nach einem sehr guten Plan. Ich bin so blöd. Ich hätte mich niemals auf dich einlassen sollen. Wäre ich einfach nur mit Stella zusammengeblieben. Und ich bereue es so, dass ich nicht mehr befreundet bin mit Leni. Dann wäre ich die beste Freundin einer Billionärin. Wer hätte das gedacht?
Ihr zwei schon wieder seid ihr am Streiten. Wenn das weiter so geht, dann werde ich euch feuern, habt ihr mich verstanden? Und dann bekommt ihr gar keinen Job mehr. Oh, Mr. Beast, was machen Sie denn hier? Ich verspreche Ihnen, das kommt nie wieder vor. Oh, das will ich aber auch hoffen. Oh, boah, da hatten wir aber noch mal Glück. Mensch, habe ich Hunger. Hä? Sind wir nicht zusammen in die Klasse gegangen? Nicht, dass ich wüsste. Du musst mich wohl verwechseln mit jemand anderem, der genauso gut ausschaut wie ich. Hallalalala. Hä? Okay, aber dich kenne ich von irgendwo. Das geht doch gar nicht. Ich bin erst vor kurzem hergezogen. Jetzt genug geredet. Was kann ich euch zum Trinken bringen? Oh, Entschuldigung, ja. Ich hätte gerne eine Coca-Cola mit Milch und Sahne. Ja, aber selbstverständlich. Also, hier sind eure Getränke. Einmal für dich und einmal für dich. Hä? Was ist denn das für eine Zeitung? Sind das nicht etwa die Drillinge? Katie, komm mal her und schau dir an, was in der Zeitung steht. Meinst du etwa Stella, Mila und Leni? Zeig mal. Oh, sie haben Verbrecher zur Strecke gebracht. Wow, sie sind ja wie Superhelden. Also wenn ich mal größer bin, dann will ich genauso werden wie sie. Von was reden die bitte? Also das müssen wir uns jetzt auch anschauen. Was? Sie sind ja wirklich in der Zeitung und alle bezeichnen sie nun als die Superhelden der Stadt. Ich kann das nicht glauben. Wie haben sie das überhaupt geschafft? Das ist so unfair. Das sollten wir sein und nicht sie. Wir sind doch so gute Menschen. Das haben sie nicht verdient. Ich will jetzt nach Hause gehen. Ich habe auch keinen Bock mehr zum Arbeiten. Ich will jetzt auch nach Hause gehen. Mir ist die Stimmung vergangen. Geh du vor, okay? Und auf Wiedersehen. Oh je, die Direktorin. Da seid ihr ja endlich. Ich habe schon auf euch gewartet. Bitte folgt mir. Oh nein, was haben wir wieder angestellt? Hoffentlich bekommen wir keinen Ärger. Hä? Alle Studenten sind ja hier versammelt. Und wieso schaut uns jeder so komisch an? Frau Direktorin, was hat das alles auf sich? Da seid ihr ja. Also, bevor ich mit meiner Rede anfange, bitte setzt euch alle hin. Ich habe die gesamte Schule hier versammelt, weil ich mich von tiefstem Herzen bei euch bedanken will für eure Tapferkeit. Genau dafür steht unsere Schule. Es ist wirklich eine Ehre für mich, dass drei so tapfere und ehrenhafte Studenten an meine Universität gehen. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Also wäre ich in eurer Position gewesen, hätte ich mich angepinkelt. Und ich hätte Kacke in die Hosen gemacht, weil ich so Angst gehabt hätte. Oh, danke schön für die lieben Worte. Nein, Frau Direktorin, es ist eine Ehre für uns, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Ach, ich bin mir sicher, dass jeder genau das Gleiche getan hätte wie wir. Leute, schaut mal, wie anmutig die drei Drillinge ausschauen. So wunderschön. Oh, ihr seid nicht nur tapfer, sondern bescheiden seid ihr alle drei auch noch. Und genau aus diesem Grund will ich euch die Auszeichnung der Tapferkeit geben. Einmal für dich, Leni, auch wenn du nicht viel gemacht hast, Stella und Mila. Boah, danke schön, Frau Direktorin. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung. Und zu diesem Anlass werde ich einen Ball veranstalten für euch. Yay! Leni, Mila, Stella, kommt schon, sonst verpasst ihr den Ball. Oh, da sind wir auch schon. Oh, irgendwie wollen wir nicht gehen. Oh, ihr schaut wunderschön aus. Aber warte mal, hast du gerade gesagt, du willst nicht zum Ball gehen? Ja, alle Mädels werden sicher ein Date zum Ball bringen. Und wir sind alleine, wir haben nicht mal eine Begleitung. Ja, alle werden uns sicher auslachen, weil wir alleine kommen. Können wir nicht daheim bleiben, Mama? Also ich bin mir sicher, dass es genügend Jungs beim Ball geben wird. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Und was ist, wenn ihr euch auf den Ball verlieben werdet? Also kommt schon, geht zum Ball und trifft vielleicht euren Traumprinz. Oh mein Gott, Mama, du bist einfach die letzte Person, mit der ich über Jungs gerade reden will. Okay, ihr habt uns überzeugt. Okay, ihr habt uns überredet. Ich meine, wer braucht schon Jungs, wenn ich meine zwei wunderbaren Schwestern als Begleitung haben kann? Ja, da hast du recht. Also kommt, lass uns zum Ball gehen. Hallo, liebe Toasties, und willkommen zum diesjährigen Maskenball. Bin schon so gespannt, wie die Paare ausschauen werden. Oh, das ist aber ein komisches Paar. Ich frage mich, wann die Drillinge endlich kommen werden. Wow, die haben aber schöne Sachen an. Wow, wunderschön. Ah, da kommen sie ja endlich, unsere Stars. Wow, das schaut ja wunderschön aus, all die Dekoration. Wir müssen unbedingt gemeinsam tanzen gehen, okay? Ja, okay, aber ich muss zuerst auf die Toilette. Könnt ihr bitte auf mich hier warten? Ja, gar kein Problem, geh ruhig. Lalalala. Oh, das drückt gerade so. Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig auf die Toilette geschafft. Oh.
Jetzt fühle ich mich aber direkt 10 Kilogramm leichter. Oh, hey Schnecke, bist du denn hier öfters? Ja, ich gehe hier zur Schule. Perfekt, komm, lass uns jetzt knutschen. Sorry, ich kenne sie nicht, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Hey, hast du sie nicht gehört? Sie hat gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Also du willst dich mit mir anlegen. Oh, Entschuldigung, ich habe sie mit jemand verwechselt. Bitte lass mich in Ruhe. Hey, ist alles okay? Hat er dich etwa verletzt? Nein, hat er nicht. Dankeschön, dass du mich gerettet hast. Gar kein Problem. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich dir nicht früher helfen konnte. Oh, du bist so süß. Mein Name ist Stella, by the way. Werden wir uns vielleicht wiedersehen? Oh, ich wollte gerade jetzt nach Hause gehen, aber darf ich dich fragen, ob du vielleicht mit mir auf ein Date gehen willst morgen um 10 Uhr im Café Starbucks? Also, nur wenn du willst natürlich. Es würde mich so sehr freuen. Morgen 10 Uhr in der Früh beim Starbucks. Ich werde dort sein. Tschüss. Ich kann nicht glauben, dass ich noch ein Date für morgen gecheckt habe. Sorry, da bin ich auch schon wieder. Musstet ihr lange warten? Ja, du warst jetzt schon sehr lange weg. Und wieso ist dein Gesicht so rot? Oh mein Gott, Leute, ich habe meinen Traumtypen gefunden. Er war so wunderschön. Und ich gehe morgen auf ein Date mit ihm. Was? Wie ist denn das passiert? Oh, du Glückspilz, ich bin so neidisch. Das war wirklich Glück im Unglück. Ich bin immer noch so aufgebracht. Oh, ich muss einen Schluck vom Punsch nehmen. Wollt ihr auch probieren? Das schmeckt sicher lecker. Ich hatte schon, danke schön. Aber ist echt lecker. Oh Mann, jetzt bin ich die Einzige, die das noch nicht probiert hat. Ah, jetzt muss ich es auch probieren, nachdem ihr beide so davon geschwärmt habt. Okay, let's go. Das ist viel zu süß. Ich brauche Wasser. Also das hat einfach nur noch Wasser mit viel Zucker geschmeckt und eine Scheibe Zitrone. Oh, ich muss den Geschmack aus meinem Mund rausbringen. Hä, wieso geht der Wasserspender denn nicht? Oh, ist der Wasserspender schon wieder kaputt oder wie? Ja, wieso wusstest du das? Ach so, weil dieser Wasserspender immer defekt ist. Aber es gibt einen Trick. Muss ihn nur ein paar Mal schlagen und dann geht er schon wieder. Oh wow, du bist wirklich mein Retter in Not. Danke. Ich hatte so unglaublichen Durst nach diesem ekelhaften Punsch. Boah, der Punsch war viel zu süß, oder? Aber ich muss sagen, nicht so süß wie du. Oder ist das ein bisschen zu kitschig gewesen? Bitte geh mit mir auf ein Date. Okay, warte, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Du willst mit mir auf ein Date gehen? Ich meine, ja, wieso nicht? Wo sollen wir denn? Was haltest du davon? Morgen um 2 Uhr nachmittags bei der Pizzeria Alexander. Ich werde auf dich warten. Oh, das klingt gut. Da wollte ich schon immer mal hin. Okay, dann bis morgen. Super, ich freue mich auch schon so sehr, dich wiederzusehen. Bis morgen. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, Leute. Ich habe meinen Traumtypen gefunden und ich gehe auch auf ein Date mit ihm morgen. Was? Wirklich? Du hast auch ein Date morgen? Boah, ihr beide seid einfach solche Glückspilze. Naja, genug, Jungs. Jetzt komm, lass uns jetzt tanzen gehen. Ja, gute Idee. Oh, ich bin richtig erledigt vom Tanzen, aber das hat so viel Spaß gemacht. Also, das war einfach die beste Nacht, die ich jemals hatte. Oh nein, ich habe meine Haarspange irgendwo vergessen. Bitte wartet hier auf mich, ich komme gleich wieder. Wo könnte ich es nur verloren haben? Vielleicht hier? Oh, endlich habe ich dich gefunden. Also, ich glaube, du hast was verloren. Oh, du hast meine Haarspange gefunden. Dankeschön. Ach so, gar kein Problem. Ich meine, fühlt sich das nicht irgendwie an wie Cinderella? Statt einem Glasschuh ist es halt ein Haarband. Und ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du eine neue Studentin? Ich bin erst seit diesem Jahr in der Universität. Ich habe ein Stipendium bekommen. Vielleicht haben wir uns deshalb nicht so oft gesehen. Und klug bist du auch noch. Sag mal, willst du mit mir morgen auf ein Date gehen? 18 Uhr Abendessen beim 5-Sterne-Restaurant McDonald's? Bitte sag ja. Ja, okay, wieso nicht? Also, bis morgen dann. Ich muss los. Meine Geschwister warten draußen auf mich. Oh mein Gott, Stella und Leni. Ich habe auch ein Date. Und er war so wunderschön. Wir gehen morgen zum McDonald's. Oh. Was? Zu dem 5-Sterne-Restaurant McDonald's? Das ist ja mega teuer. Ich kann es nicht glauben. Wir drei haben alle ein Date für morgen. Yeah. Hallo Toasties. Ich hoffe, euch hat die Story gut gefallen bisher. Und falls ihr wissen wollt, wie unser Date ausgeht, dann schaltet bei der nächsten Episode wieder ein. Und jetzt grüßen wir die Superfans. Ganz liebe Grüße an Kitty, It's Summer
Und leider kann ich deinen Namen nicht aussprechen, aber auch Dankeschön an dich, an die liebe Angelina und It's Kamara. Dankeschön für euren Support. Und jetzt lese ich euch noch ein paar Kommentare vor. Dankeschön an die liebe Maya. Voll toll, dass dir diese Story gut gefallen hat. Und der nächste Gruß geht an die Christina. Dankeschön auch an dich für deinen lieben Kommentar und bleib für immer gesund. Und der letzte Kommentar geht an dich. Toasties, ihr seid einfach die allerbesten und Dankeschön an jeden, der heute bei der Premiere dabei war. Und schreibt in den Kommentaren, welches der drei Drillinge euch am besten gefällt. Wir haben euch lieb, Toasties. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.